Gute, hallo und herzlich willkommen zurück zu World of Warships, zu einem zugeschickten Replay von Wanderdicken42, dem Mann, der immer gnadenlos übertreibt und extrem viel Schaden, XP und so weiter macht. Mal schauen, ob er das auch dieses Mal machen wird. Er hat natürlich wieder seine Piratenflagge geheißt, wie immer. Und heute spielt er mit der Türbis Premium, also Stufe 8, Schlachtschiff der Kriegsmarine. Und allein Premium wird er dazu führen, dass er von seinem wie immer übertriebenen Schaden auch noch mehr Geld und XP und so weiter und so fort bekommt. Wir sind also gespannt. Wir haben hier die Premium-Reparatur drin. Premium im Standsetzungstyp. Jäger ist Standard, denke ich. Da nimmt auch, glaube ich, keiner die verbesserte Variante mit. Ja, Typ 1. Aus gutem Grund natürlich auch. Und da schauen wir mal kurz, wie es hier im Team aussieht. Wir haben da Shokaku, Reio. Ja, jeweils identisch von der Stufe her. Iowa und Izumo. Ich glaube, da steht die Iowa etwas besser da. Ja, Türbis, Zirbis, Colorado, Amagi. Buki. Na gut, das ist schon mal nicht schlecht. Sehr wenig Kreuzer. Zerstörerverhältnis stimmt nicht ganz. Ja, also es ist ein bisschen aus dem Gleichgewicht, aber ich denke, man kann das so verkaufen. Und hier sehen wir jetzt die Eröffnungssalve auf die Türbits, die gleich mal 3800 Schaden fabriziert. Nicht schlecht, Herr Specht. Viele Schlachtschiffe natürlich da drüben. Das ist schon wieder irgendwie bezeichnend, dass keiner Bock hat, auf ihn zu schießen. Schießen alle irgendwo anders hin. Das war jetzt sehr auf die Schiffsmitte. Ich könnte mir vorstellen, dass einfach keiner von diesen Granaten trifft. Was? Ach, ich halt einfach die Fresse. Okay, wow, der war natürlich auch übel. Ja, der war genau in die Mitte rein. Also hier hätte ich jetzt gerne die Zurückspulen-Funktion. Oder hat er auf ein anderes? Wo hat er denn jetzt hin? Also für mich sah das halt so aus, als hätte er auf den Gegner geschossen, auf die Schiffsmitte, der gerade ausgefahren ist, und da hätte eigentlich nicht viel passieren dürfen. Ach ja, ich kenne mich halt nicht aus, ja. Ich putze hier nur. Gut, das war jetzt mal nix, aber hey. 20.000 Schaden, ne? An dem Punkt ist es ja eigentlich schon eine finanziell einträgliche Runde für ein Premium-Schiff. Auch wenn jetzt nichts mehr passiert, aber wie ich den Herrn kenne, wird da noch was passieren. Kommt sicherlich noch ein bisschen Schaden dazu. So, der Typ ist gerade am Drehen. Man müsste jetzt halt das Zielkreuz richtig sehen, das wäre cool, dann könnte man da auch ein bisschen mehr ableiten. Wird wahrscheinlich schon ein Treffer bei rumkommen, aber. Dass so viel Schaden wird? Ne? Wir werden sehen, wir werden sehen, wir werden sehen. Ach ja. Ach Gott, ey. Ich sag nichts mehr, ich sag wirklich nichts mehr. Ja. Gut, in dem Fall ist die linke Seite halt einfach ein bisschen unterbesetzt. Interessante Aufteilung auch hier. Dann ist meiner durch die Mitte gefahren und direkt verreckt. Ja, das funktioniert eigentlich nie. Das ist eher so, keine Ahnung, YOLO-mäßig. Groß was anderes sollte man sich da nicht von versprechen. Man wird nur enttäuscht. Tut man es doch. Der ist gleich der Zerstörer. Ja, gut, ist jetzt halt gerade etwas schlecht zu beschießen. Weil Insel. Wird sich aber bald ändern. Schauen wir mal. Naja, das passt halt genau. Also genau so, dass es nicht. Es passt genau, dass es nicht passt, wenn man so möchte. Aber bei der Türpitz, da sollte doch gleich was gehen. Oder? Oh, er dreht um. Das ist natürlich nett. Ist halt nicht unbedingt die perfekte Munition für diesen Zweck, aber es wird gehen. Ja. 5000er und auf Wiedersehen. Einfach mal einen Zerstörer rausgenommen. Kann man machen. So, und da haben wir auch direkt den nächsten Zerstörer.
Beziehungsweise auch die Türpitz, die lustigerweise ihre Türme ganz woanders hin dreht. Weiß nicht, sowas kann mir nicht passieren. Die kommen dann immer schießend um die Ecke. Aber hier passt das. Ja, trage ich erstmal zur Begrüßung 7500. Die Boogie kommt da auch ran. Schießt auch nicht auf ihn. Haben alle irgendwie keinen Bock. Ja, hier müssen wir mal schauen, wie sich das dann mit dem Land verhält. Könnte natürlich, ja, jetzt dürfte es dann gehen. Torpedos schaut da gerade mal nach. Kann man sicherlich machen. Ich weiß nicht, ob er jetzt hier nicht Gefahr läuft, gegen die Insel zu fahren. Ja, jetzt kommt auch der Alarm, aber ist halt so langsam. Wow! Aua! Ja gut. Auch bei der Entfernung, ne? Aua! Also das hat richtig wehgetan. Noch einen von der Sorte kann sich der Kollege da nicht erlauben. Jetzt mischt sich natürlich auch die Sekundärbatterie ein. Er hat sich jetzt ein bisschen festgefahren. Das ist natürlich schlecht. Weil festgefahren bedeutet in der Regel tot. Gleich die nächste Zitadelle. Jetzt kommt auch noch die Miyoko durch den Kanal. Schade, dass die Torpedos jetzt gerade im Reload sind, ne? Ja. Aber macht ja nichts. Es gibt ja noch eine Hauptbatterie. Die nächste Zitadelle, was ist denn hier los? Er ist gerade mittendrin, von allen Seiten knallt und kracht. Einfach brutal. Und eine Benson auch noch und die wird auch noch. Oh Gott, was passiert hier gerade? Nahkampfexperte. Was ist das denn für ein Spiel? Ach du Scheiße. Richtig krass. Ja, das ist so ein Spiel, da kannst du deinen Enkel noch von erzählen. Wirklich krass. Eben noch ganz ruhig und auf einmal sind überall Schiffe, von allen Seiten wird auf dich geschossen und deine Sekundärbatterie zerschießt noch nebenbei den Zerstörer. Also, wow. Einfach wow. Sehr, sehr cool. Gut, die Ibuki, die hat sich jetzt natürlich einige Unaufmerksamkeit erfreuen können. Hat sich da auch ein bisschen absetzen können. Ganz interessant, dass er jetzt hier wieder zum Angriff ansetzt. Der doch etwas geringeren Gesundheit. Salve jetzt auf die Ibuki, mal sehen, was geht. Und auf Wiedersehen. Hallo, 82.000 Schaden. Tja, und natürlich sofort repariert. Aber da sieht man halt einfach mal die Stärke der Tirpitz auch auf die kurze Distanz, was das halt einfach für ein Tier ist. Da haben wir eine parkende. Warum parkt da eine Iowa? Warum? Einfach nur warum? Unglaublich, oder? Ja, natürlich kommt da die Zitadelle. Also, weiß ich nicht. Also, manche Sachen verstehe ich einfach nicht. Gut. Das war jetzt ein überschaubarer Treffer, den kann man verkraften. Genauso hier. Dazu noch ein Haufen leichter Schaden, mittlerer Schaden, der auch noch reparierbar ist. Ja, und da wendet er wieder zum Angriff auf die Iowa, die ihre Türme gedreht hat. 5000, ja, quasi ein bescheidener Schaden, wenn wir den bisherigen Spielverlauf mal in Rechnung stellen. Vielleicht dürfte er dann hier rum. Ne, er ist am Weglaufen, das ist kein guter Winkel. Genau, vielleicht lieber Zielwechsel auf die Tirpitz. Mal schauen, für was er sich entscheidet. Der Iowa dürfte ziemlich einen Arsch zeigen jetzt hier. Hat auf die Türme nicht ausgerichtet. Ah, er dreht sich, ja, er dreht sich, dreht sich, dreht sich. Dann ist das natürlich was anderes. Die Entfernung ist auf jeden Fall eine gute. Schauen wir mal, was geht. Ja, also ich denke, das kann man auf jeden Fall mal so stehen lassen. Die Antwort allerdings auch nicht so ganz unproblematisch. Aber wir können uns ja gleich wieder in Stand setzen. Hier glücklicherweise nur Jäger im Moment. Da passiert also erstmal einiger wenig, würde ich es mal behaupten. Nochmal schnell schießen, bevor wir hinter der Insel sind. Ein paar Granatenvorderen Türme sind schon
in die Botanik gegangen. Was für ein Spiel. Da sind sie auch schon wieder, die Flugzeuge. Das ist eins von diesen Spielen, wo sich der Flugzeugträger gesagt hat, hey, ich töte mal dich. Einfach mal dich und ich schicke die ganze Zeit lang meine Flugzeuge hin, weil ich cool bin. Schauen, das dürfte auch, also hier könnte er schon den Abschluss erzielen. Dreht sich ein bisschen in die Torpedos rein. Nicht gut. Treffer im Bug. Aber die Tirpitz ist raus. Ziel erreicht. Das war übrigens der vierte Kill. Ja, und jetzt ist da noch dieses Iowa-Problem. Die müsste jetzt eigentlich auch auf ihn schießen. Also wenn sie jetzt noch irgendwo anders hinschießt, dann verstehe ich es wirklich nicht mehr. Jetzt auch viel Breitseite, die er hier zeigt. Also der Treffer, der könnte schon das aus sein, wenn die Iowa das richtig gemacht hat. Ja, hat sie aber nicht. 4000, gut, ist jetzt auch nicht so schlecht. Da haben wir den Zerstörer, die Hatsuharu. Die ist aber gerade ziemlich außerhalb der Reichweite. Deswegen kommt es jetzt natürlich an, sich hier auseinanderzusetzen mit der Iowa. Oder ein bisschen revanchieren beim Flugzeugträger, aber wahrscheinlich erstmal eher die Iowa. Ah, eins nach dem anderen, wir haben mehr Zeit. Und ein Fachmann am Steuer, er kriegt das schon hin. Der auf jeden Fall jetzt auch wieder die Gelegenheit, Zitadellentreffer zu landen. Aber da ist überraschend wenig passiert. Ähnlich wie bei diesen Torpedos hier. Na ja, gut, wobei es da nicht so ganz überraschend kommt. Netterweise gesellen sich jetzt auch ein paar Kollegen mit dazu. Können wir jetzt erstmal nur die Bugbatterie zum Einsatz bringen, aber oh, die macht auch hier einen Schaden. Und da hinten einfach die zwei Träger. Interessant, dass ihr dahin gefahren. Na naja, gut, da ist ein Zerstörer. Da unten ein eigener. Ja, und jetzt lässt sich die Iowa dazu hinreißen, doch nochmal das Ziel zu wechseln. Könnt ihr jetzt übrigens auch wieder reparieren. Das ist halt auch immer sowas, ne? Bei mir, also, ja, das ist dieses Klassische. Bei mir geht das nicht, Mami. Da klappt das nie. Aber da werde ich in der Regel dann schon irgendwie down gefokust. Ne? Aber die Iowa, die hat da keinen Bock drauf. Die denkt sich, ach, ist mir doch egal, schieße ich halt erst auf irgendwas anderes. Oder auch der Flugzeugträger hat jetzt zwischenzeitlich einfach mal das Ziel gewechselt. Wobei das natürlich auch andere Flugzeuge von einem anderen Flugzeugträger sein könnten. Man weiß es nicht so genau. Auf jeden Fall lebt der Herr Wanderdecken noch und kann hier weiterschießen. Genau, und jetzt so ein bisschen. Sie könnt hier noch warten, dass man eventuell in die Seite reinkommt. 1000. Aber das ist dieser lustige Moment, wo plötzlich die beiden Schiffe, die eben noch vor dir waren, tot sind. Und du wieder alleine dastehst. Auch was er hier an Flugzeugen abschießt. Er hat 37 Flugzeuge abgeschossen. Mittlerweile 39 sogar. 40? Also. Ach, ist das krank. So, da haben wir wieder den nächsten Treffer auf der Iowa. Eher bescheidene dieses Mal. Hier den Torpedos sollte er ausweichen können. Da kommt jetzt die Antwort von der Iowa. Könnte potenziell wieder verheerend sein. Ist es aber nicht, obwohl der Treffer schon heftig war. Überhaupt keine Frage. Tja, und es bleibt wohl nichts anderes übrig, als sich dann doch mal mit dieser Hatsuharu zu befassen. Geh mal davon an, aus Ziel ausgewählt hat er, das sollte man immer machen, gibt extra. Was ich nicht so ganz verstehe, ist, dass er sich nicht mehr in Stand setzt. Wobei ja noch die Möglichkeit da wäre. Sei denn, es ist irgendwie ein Anzeigebug oder sowas. Oh, und wenn der trifft, dann war es das natürlich, aber der wird eiskalt stehen gelassen. Interessanterweise wechselt er auch die Munitionsart nicht. Wäre natürlich schön, wenn er hier noch den Kraken schaffen würde. Kurz hier geguckt wegen Flieger, gegebenenfalls halt Ziel aussuchen. Ja, und die Hatsuharu, die ist jetzt erstmal gerade ungefährlich. Weil Reload. Kann natürlich hier einen blöden Nebel als Deckung benutzen.
Ja, ich hätte es schon erwartet, dass das zwischenzeitlich mal auf HE wechselt und ja, dass er eben nochmal auf T drückt, um ein bisschen HP wieder aufzufüllen. Was macht eigentlich der Zerstörer da? Ist der gerade von einem Träger gerammt worden? Das sah wirklich so aus. Und da haben wir es. Großkaliber Kraken Abschuss Nummer 5. Glückwunsch an der Stelle. Es war auch tatsächlich ein sehr enges Spiel. Von den Tickets her sehr, sehr eng beisammen. Was haben wir denn da noch? Wie geht's denn dem Schiffchen, was da hinten rumfährt, der Colorado? Das ist natürlich auch ultra ärgerlich, ne? Wenn man so ein Spiel hat und wenn das dann verloren geht. Das ist halt. Für das Endergebnis ist es dann halt einfach total verheerend. Gut, jetzt haben wir da hinten noch die Hamagi, die hat es irgendwie geschafft, 4 Kills zu machen und dabei einigermaßen unwesentlich beschädigt zu werden. Der Iowa auch mit zwei. Ja, ein Träger ist raus, haben wir ja eben gesehen. Mutmaßlich irgendwie so eine RAM-Aktion, ich weiß es nicht. Wäre dann etwas unklug vom Zerstörer. Ja, und jetzt schauen wir mal, was hier noch geht. Ob wir eventuell noch die Iowa mitnehmen können. Aber das mit der Reparatur, das ist mir etwas rätselhaft. Ich meine, selbst damit wäre es schwierig, aber wenn er das halt einfach verweigert, dann ja. Ist halt jede Salve potenziell tödlich. Und da auch wieder die Zitadelle. Ich glaub das nicht. Da würde mich mal interessieren, war das tatsächlich beabsichtigt? So weit nach vorne gezielt, dass er die Zitadelle unter den Türmen trifft. Oder hat er die Geschwindigkeit falsch eingeschätzt und Glück gehabt? Das würde mich mal interessieren. Jetzt hier Magi das Ziel. Oh, da hat es wohl auch die Colorado dahin gerafft. Das ist schlecht. Ich weiß so nicht, was der Zerstörer da macht. Das ist halt völlig sinnlos. Da kommt die Iowa. Mal gut gedodged. Ja, vielleicht eine Möglichkeit, jetzt auf HE zu wechseln. Na gut, wobei, Ed ist ja schon wieder am Drehen, ne? Also in so einer Situation, wenn er halt so einen blöden Winkel hat, dann, ja. Das sind beides keine schönen Ziele. Der Flugzeugträger ist nicht in Reichweite. Ja, aber GG auf jeden Fall. Also ein sehr cooles Spiel gewesen. Schauen wir mal, was geht. Und. Naja. Gerade mal einer und der geht daneben. Tja, aber die Zeit läuft runter. Es sind nur noch Sekunden. Und an der Stelle ist das Spiel dann auch vorbei. Wir schauen uns den Abschluss-Screenshot an und sehen, ja, Niederlage. Trotzdem, aber trotz Niederlage, 1.126.000 Öcken mitgenommen. 5.004 XP und dazu, ja, Großkaliber-Nahkampfexperte Kraken und Dreadnought, Haufen Zitadellentreffer, 45 Flugzeuge. Stellt euch mal vor, was hier passiert wäre, hätten sie das Spiel gewonnen. Das ist halt immer ultra ärgerlich, wenn sowas passiert. Aber ja, hat halt leider nicht geklappt. Trotzdem total cooles Match. Vielen Dank fürs Zuschicken und ja, ich denke mal, euch hat es auch gefallen. Es muss euch gefallen haben, kann gar nicht anders sein. Ciao, ciao.